jetzt hier bei Pearl TV mit unserem Pearl TV Energie-Ratgeber und wir befassen uns mit dem Thema Solarenergie, denn ich glaube, das ist wirklich momentan in aller Munde. Das ist jetzt nicht nur ein Trend, sondern man muss jetzt einfach aktiv werden. Vielleicht haben Sie auch im letzten Jahr Nachzahlungen bekommen oder mussten die dann eben auch zahlen. Und da muss man jetzt einfach, wie gesagt, aktiv werden, gerade auch, wenn man vielleicht alleine wohnt, aber eben auch eine ganze Familie hat. Denn Strom ist unfassbar teuer geworden und ich denke mal, das kennt auch so schnell keinen Weg mehr nach unten. Deshalb wird man jetzt aktiv und wir haben genau die perfekten Lösungen hierfür. Und Ralf, das ist doch super einfach jetzt. Das kann jetzt wirklich jeder. Ja, das ist wirklich Solarstrom für jedermann. Mhm. Aber da sage ich immer, jeder nach seinen Möglichkeiten. Wir beginnen in dieser Sendung mit einer Off-Grid-Anlage, also einer Anlage, die autark funktioniert, unabhängig vom Netz. Off-Grid vom Netz. Und das ist, besteht aus diesem wunderbaren Stromspeicher aus bester Qualität und vor allem hinter mir, und Sie sehen, Monika schaut es schon ehrfürchtig an, dem Solarpanel mit 550 Watt Aufnahme. Und das sind Systeme, die kann ich zu Hause als Photovoltaikanlage nutzen, aber auch unterwegs. Und das unterscheidet sich wodurch? Durch den Mehrwertsteuersatz. Und das möchte ich gleich am Anfang klären, weil das natürlich sich durch das ganze Sendung zieht. Was ist der Unterschied? Ganz einfach, prinzipiell mobil 19%, Festeinbau 0% Mehrwertsteuer, aber da sehen wir es noch mal genau beschrieben. Ja, denn genau diese Besteuerung von Photovoltaikanlagen wird eben auch staatlich gefördert. Und da gibt es das Jahressteuergesetz, was letztes Jahr in Kraft getreten ist. Und das besagt eben, wenn Sie hier diese Anlage mobil einsetzen wollen, an Gewerbegebäuden oder auch gewerblich genutzten Objekten, am Camping- oder auch Bootsbereich, natürlich auch super im Schrebergarten oder vielleicht auch, wenn Sie ein Ferienhäuschen im Ausland haben, dann hier bitte mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. Aber jetzt sehen Sie auch eingeblendet die 0% Mehrwertsteuervariante und das ist jetzt eben richtig zutreffend, wenn Sie es im privaten Wohngebäude oder auch an angrenzenden Objekten nutzen. Also es wird auch nochmal gefördert und dann können Sie hier gerne mit der 0% Mehrwertsteuervariante Steuervariante bestellen und da bekommen Sie super Preise. Ja, super Preise bekommen Sie in beiden Varianten und ich möchte kurz mit einem Beispiel mit der 19% Mehrwertsteuer, also der mobilen Anwendung beginnen, weil ein guter Bekannter von mir hat genau dieses System auf seinem Schrebergartenhäuschen installiert. Ein Schrebergarten, er ist einzeln dort, aber keine Stromzufuhr. Und jetzt hat er das Solarpanel einfach dort installiert und den Speicher ins Häuschen und jetzt hat er Strom. Es war gar nicht wenig, denn hier aus diesem Stromspeicher können wir über die Sonnenenergie Geräte bis zu 2400 Watt betreiben. Das sind in dem Fall also nicht nur kleine Sachen wie Beleuchtung oder Radio, sondern hier könnte ich sogar große Baumaschinen damit betreiben. Aber gehen wir jetzt mal auf das, was die meisten machen, sich zu Hause diese Anlage zu installieren und das aus verschiedenen Gründen. Einen Grund hat Monika gerade genannt, weil viele von Ihnen, na, eigentlich will das ja jeder, Geld sparen wollen. Weil man muss nicht immer auch wieder sagen, dass der Strom, der hier erzeugt wird und der dann aus diesem Speicher entnommen wird, den muss ich nicht an meinen Netzanbieter bezahlen. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Hier haben wir immer einen Speicher von fast 2 Kilowattstunden, der einzig und allein durch die Sonne erzeugt wird. Und man kann sogar parallel Strom entnehmen, während so über Solarpanel lädt. Das ist eine Funktion, und zwar setzt einfach von Ihnen ein bisschen Cleverness noch voraus, weil da muss man halt mal ab und zu die großen Geräte hier einstecken. Man kann auch klein anfangen, man kann alle USB-Geräte, die man lädt, jetzt nicht an der Steckdose laden, sondern hier, Kleinviech macht auch Mist. Und wenn Sie dann mal zum Beispiel eine Waschmaschinenladung, Kochwäsche haben, das kostet ja enorm Energie, dann stecken Sie den Stecker der Waschmaschine nicht in die Wand, sondern hier in diesen Speicher, weil Festeinbau ist nicht, dass das hier einbetoniert ist, sondern der ist natürlich mobil einsetzbar, egal wo Sie Ihr Solarpanel hier positionieren. Sie haben 5 Meter Kabel, also 5 Meter Spielraum. Da steht der Speicher, aber der muss nicht da stehen bleiben. Der ist beweglich. Also das ist dann die Geldsparmaschine. Oder abends mal Fernseher, Spielekonsole oder ähnliches hier rüber betreiben. Und das ist auch unglaublich interessant. Und ich glaube, jeder von uns oder die meisten hatten Stromnachzahlungen. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß es gar nicht. Musstest du letztes Jahr nachzahlen? Gott sei Dank nicht. Aber ich war auch nicht oft zu Hause, muss ich dazu Diana, sagen. Aber Diana, Ingo, ja, ich kenne sehr viele eigentlich auch in meinem näheren Familienkreis, die mussten alle gewaltig nachzahlen. Einen kenne ich, der hat Geld zurückgekriegt, unser lieber Kollege, der Carsten. Der hat sich nämlich genau so ein System Mitte letzten Jahres gekauft, eigentlich als Stromversicherung.
Zu dem Aspekt kommen wir gleich, aber er hat dann auch angefangen, Fernseher, Spielekonsole und andere Geräte abends hiermit mit diesem Strom zu betreiben. Und er hat dieses Jahr, er konnte es kaum fassen, in der Abrechnung 270 Euro Stromrückzahlung bekommen, während andere ähnliche oder höhere Summen bezahlt haben. Ja. Zweite Anwendung hatte ich gerade besprochen. Ich glaube, wir sind alle in Deutschland ein bisschen gebeutelt von Stromausfällen. Das waren verschiedene Gründe. Wir hatten Schneebruch, wir hatten Windbruch, jetzt gerade sehr aktuelles Thema Hochwasser. Da waren teilweise ganze Gemeinden ohne Strom, weil die Netzstromversorgung gar nicht ging. Klar, stand alles unter Wasser. Dann hieß es nur im Radio, vielleicht haben Sie das auch gehört, bitte Strom ausschalten, Heizung ausschalten, obere Stockwerke aufsuchen. So, dann sitzt du da oben Stunden oder Tage ohne Strom. Das hört sich im ersten Moment immer so ein bisschen nach Lagerfeuerromantik an. Ach, dann stelle ich mir eine Kerze auf den Tisch und dann redet man mal wieder miteinander. Das mag eine Stunde klappen, aber ich glaube, dann wird es irgendwann mal ungemütlich, oder? Was meinst du? Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist am Anfang vielleicht romantisch und schön, aber irgendwann möchte man dann vielleicht auch mal wieder seine Geräte laden oder ähnliches. Und dann kriegt man schon so ein bisschen auch ein mulmiges Gefühl, wenn es so lange dauert. Also da hast du vollkommen recht. Hier bist du ja mobil, den kannst du jetzt in die oberen Stockwerke transportieren und hast dann Stromversorgung, so lange, bis das Netz wieder aufrechterhalten ist. Und noch eine dritte Option, und die ist auch sehr beliebt, Gebäude mit Strom ausstatten, die keinen Stromanschluss haben. Das ist auf dem eigenen Grundstück mal ein Gartenhäuschen oder Garage, Doppelgarage. Da hätte der Papa gern schon lange eine Werkstatt, aber eine Festinstallation, eine Strominstallation, Installation wäre zu teuer gewesen beim Häusle bauen und jetzt nachträglich wäre es noch aufwendiger. Solarpanel einfach an die Wand stellen, bitte immer fixieren. Da haben wir auch verschiedene Halterungen oder Sie werden mit Sicherheit auch etwas finden und dann habe ich damit die Stromversorgung der Garage und kann dort dann wirklich eine Werkstatt machen mit Kaffeemaschine, mit Radio, mit Licht, mit großen Bohrmaschinen, Sägen oder ähnlichem und alles, was mir eigentlich vorstrebt und das ist auch ein Stück Freiheit und wenn ich das mache, habe ich trotzdem eine Stromversicherung, denn die Familie muss bei Stromausfall nicht in die Garage umziehen, sondern dann hole ich mir einfach diesen Stromspeicher im Falle eines Stromausfalls und trage den ins Wohnhaus und kann damit wieder die wichtigsten Geräte betreiben. Die Qualität unglaublich hochwertig, das ist mir persönlich wichtig, die Sicherheit. Und das sind Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die sind sehr sicher, dadurch zeichnen sie sich aus. Hohe Leistungsfähigkeit, mehrere tausend Ladezyklen, das heißt hier auch Langlebigkeit. Ja, hier spricht der Hersteller von 3500 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlusten. Das ist eigentlich 10 Jahre Dauerbetrieb und dann wäre er immer noch nicht kaputt. Dann ist die Kapazität vielleicht noch bei 90 oder 80%. Mhm. Hier sehen wir die Vorteile. Am letzten Punkt möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Umweltverträglichkeit, weil hier werden schon allein bei der Herstellung wesentlich weniger Schwermetalle und seltene Erden eingesetzt als bei anderen üblichen Akkutechnologien. Also auch von der Seite perfekt. Und das ganze System ist natürlich umweltfreundlich, aber vor allem ist es meiner Meinung nach betriebswirtschaftlich mittlerweile notwendig. Ja, und es ist lieferbar. Auch das ein Riesenvorteil. Kommt übrigens auch versandkostenfrei zu Ihnen und Sie bekommen natürlich hier entweder mit der 19% Mehrwertsteuervariante zu bestellen, einen fantastischen TV-Sonderpreis, aber natürlich auch mit der 0% Mehrwertsteuervariante und da wären wir bei einem Preis von 1.699,99 €. Die Bestellnummer, die MWL 85 und die 569. Also das System hat mich schon mal richtig fasziniert, weil wir hier einfach off-grid unterwegs waren. Aber jetzt kommen wir noch zu unserem Modell, was wir haben, ist noch nicht lange auf Sendung, aber schon richtig beliebt. Und wie gesagt, da ist auch wirklich hier der Run drauf, weil das einfach richtig toll ist. Wir haben hier die neueste Technologie, allein beim Stromspeicher, aber auch bei den Solarpanelen. Und wenn ich die gleich mal zeige, die sind ultra dünn. Das ist der absolute Wahnsinn. Genau. Also Monika hat jetzt schon ganz viel gesagt und das ist eigentlich ein bisschen verwirrend. Deshalb fangen wir mal ganz kurz an. Grundprinzip. Erstens mal haben wir zwei verschiedene Anlagen jetzt. Und zwar einmal mit 2, einmal mit 4 Solarpanelen. Und das ist auch eine Off-Grid-Anlage. So, wie ich sie Ihnen jetzt zuerst vorstelle. Die besteht aus 2 dieser Solarpanel mit einer Leistungsaufnahme von jeweils 215 Watt und diesem Stromspeicher
gespeichert. Der hat eine Speicherkapazität von knapp über 2 Kilowattstunden. Und jetzt passiert wieder das Gleiche, was ich gerade eben gesagt habe. Hier wird der Strom von Solar aufgefangen, geht hier rein und ich kann ihn entnehmen. Sie sehen hier unten 3 Steckdosen und hier mit einer Leistung bis zu 2200 Watt. Aber jetzt hat Monika noch was gesagt, das ist eine kleine Revolution. Mhm. Ich würde sogar schon eine größere Revolution nennen, weil in dem Fall war es jetzt eine Off-Grid-Anlage. Aber das ist die einzige Anlage, die beides kann. Off-Grid, parallel zum Entschuldigung, natürlich autark ohne Netzbetreiber und On-Grid, parallel zum Netzbetrieb. Wie funktioniert das? Jetzt sehen Sie hier auch wieder einen Stecker, der in der Steckdose geht. Und da lade ich jetzt nicht den Stromspeicher, der wird ja durch Solar geladen, sondern ich gebe den Strom ab an meinen Netzstrom. Jetzt ist es eine Balkonsolaranlage. Und das ist etwas, was in aller Munde ist, übrigens auch förderungswürdig. Balkonsolaranlagen werden aktiv gefördert noch von Ländern und Kommunen. Muss man einfach mal nachfragen bei sich. Man kann das nicht pauschal sagen, weil das nicht deutschlandweit gleich ist. Das ist von Bundesland oder auch von Stadt zu Stadt verschieden. Aber in den allermeisten Kommunen gibt es noch Fördergelder für Balkon-Solaranlagen. Jetzt hat nicht jeder große oder mehrere Balkone, ist nicht jeder so im Luxus. Ich weiß, du hast 3 Balkone. Mhm. Wie groß ist dein größter ungefähr? Ja, also da könnte ich auf jeden Fall unsere zweite Anlage aufbauen mit dem 4 Solarpanel. Das würde locker passen. Es hat nicht jeder so einen großen Balkon und deshalb haben wir dieses auch zweigeteilt. Die erste Anlage nochmal, 2 dieser Solarpanel und die haben eine Höhe. Das wäre also die Länge jetzt 1,22 Meter mal 2, heißt ein 2,50 Meter Balkongeländer würde ganz locker reichen, um das zu installieren. Dann kommen die ganz einfach hier an dran mit MC4-Steckern und dann kommt der Stecker in die Steckdose. Und schon haben Sie hier jetzt eine Balkonsolaranlage installiert. Aber im Notfall wäre es auch eine Off-Grid-Anlage. Da komme ich gleich dazu. Aber ich weiß, dass viele Angst haben vor Installation. Mensch, ich habe niemand, der mir sowas installiert. Ganz wichtig, Sie brauchen niemand. Sie brauchen keinen Elektriker. Sie brauchen überhaupt niemand. Monika, würdest du dir zutrauen, diese Anlage, jetzt egal ob groß oder klein, bei dir zu Hause zu installieren? Ja, wie viele Leute bräuchtest du? Ich könnte das auch alleine machen. Was machst du mit dem Solarpanel? Ja, die würde ich auch richtig gut anbringen. Und das ist eben auch nochmal die Revolution. Weil die Solarpanel so ultra dünn sind und flach sind, das zeige ich Ihnen jetzt mal, können Sie die erstmal überall anbringen, weil die auch gar nicht schwer sind. Und wir sehen schon, die sind wie gesagt ultra dünn. Und wir sehen auch noch einen riesen Vorteil. Hier sind so Ausprägung, da kann man einfach hier Kabelbinder reinstecken. Die sind übrigens im Lieferumfang auch schon mit drin. Mhm. Kabelbinder nur bitte bei diesen Solarpanelen verwenden, bei anderen, die schwerer sind, würde das nicht halten. Aber super. Also ganz, ganz wichtig. Normale Solarpanel in dieser Größe mit der Leistungsaufnahme haben so zwischen 18 und 22 Kilo. Da Kabelbinder zu verwenden wäre, ich sag mal, sträflich fahrlässig. Ja. Hier ist es auch wirklich so gewollt, weil wir haben gerade mal ein Eigengewicht von knapp über 7 Kilo. Dann bitte aber, Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, alle Aussparungen benutzen. Mhm. Wir haben 3 auf der kurzen Seite und jeweils 4 auf der langen. Das heißt, das sind 14 Stück und die alle festmachen. Aber dann ist es fixiert, dann hält es auch durch das geringe Eigengewicht. Man kennt so flexible, so ultradünne Solarpanel vielleicht auch aus dem Camping. Da hat man ein Problem, die sind wirklich, die wackeln wie ein Kuhschwanz. Wenn da mal Wind weht, könnte es sein, dass durch die Bewegung die Kontakte geschwächt würden. Im Endeffekt könnten sie sogar kaputt gehen. Deshalb haben wir hier einen stabilen Aluminiumrahmen. Ja. Und wenn wir jetzt mal Wind simulieren, da ist keine Bewegung. Das heißt, auch hier ist Langlebigkeit angesagt. So, und jetzt kommen wir zu dem, was diese Anlage so ausmacht. Weil ich habe bei normalen Balkonsolaranlagen die kleinen, ich sage einen kleinen, ganz kleinen negativen Punkt, dass sie nicht funktionieren, wenn Stromausfall ist. Also egal, eine normale On-Grid-Anlage braucht den Netzstrom, um zu funktionieren, damit auch der Inverter den Strom wechseln kann und auch die Frequenz des Netzes wird gebraucht. Wenn jetzt Stromausfall ist, also funktionieren herkömmliche Balkonsolaranlagen nicht. Aber diese ist auch eine Off-Grid-Anlage, das heißt, die funktioniert ja auch autark. Was passiert? Ganz einfach, wenn jetzt Ihr Netzstrom ausfällt, ganz einfach, es passiert nichts. Nur Sie haben weiterhin die Möglichkeit, hier aus diesem Gerät, was ja in dem Fall bestenfalls auf dem Balkon und auf der Terrasse ein bisschen wettergeschützt steht, und jetzt können Sie hier weiter Strom
betreiben. Und die Solarpanel arbeiten weiter und geben hier Spannung oder Strom, also hier Leistung hinein. Das heißt, sie haben, wenn es sein muss, sogar über Tage genügend Stromversorgung. Und was passiert im Normalbetrieb? Das ist auch ganz interessant. Der Speicher, nochmal 2000 Wattstunden, genauer gesagt 2048 Wattstunden Speicherkapazität. Der Speicher wird gefüllt durch die Sonnenenergie. Und wenn der Speicher voll ist, und es scheint immer noch die Sonne, würde ja ganz, ganz viel Leistung verloren gehen. Ganz, ganz viel Strom, Watt, die ich, mein Balkonsolaranlage hier erzeugt, würde verloren gehen, würde verschwinden, ungenutzt, von Ihnen ungenutzt. Jetzt passiert Folgendes. Durch den Stecker, den Sie in die Steckdose stecken, geht jetzt jedes Watt, und das bis zu 800 Watt, in Ihren Stromkreislauf und minimiert damit Ihre, ganz ohne dass Sie was tun, Ihre Stromrechnung. Und hier sehen wir mal, warum solche Speicher so unglaublich sinnvoll sind. Wir sehen vorne den kleinen grauen Haken, das ist Frühstückszeit. Da brauche ich ein bisschen mehr und da geht langsam die Sonne auf. Und dann sehe ich aber eigentlich da im Hauptsonnenschein, dort wo der meiste Strom erzeugt wird, da bin ich ja arbeiten oder die Kinder in der Schule, da brauche ich wenig Strom, da ist Grundstrombedarf. Da wird aber der meiste Strom erzeugt, der ohne Speicher einfach verschenkt wird. Und jetzt speichern wir diese Spitze, diese hellgrüne Spitze aber, und sehen dann am Abend, wenn alle zu Hause sind, auch die Lichter an sind, habe ich diesen Strom zur Verfügung, der weiter fließt fast zu 100% in Ihren Hausstrom. Warum sage ich fast zu 100%? Das Gerät schaltet bei 5% Kapazität, also wenn der Füllstand auf 5% ist, automatisch ab, um eine Tiefenentleerung zu verhindern. Und ab diesem Moment müssen Sie dann wieder den Strom Ihres Netzanbieters nehmen. Aber das ist eine ganz schöne Zwischenzeit, die Ihnen bares Geld bringt. Und das finde ich so genial. Das ist wirklich richtig genial. Das finden auch schon viele Kunden. Und was noch super klasse ist, ist, dass es lieferbar ist. Also mich hat das auch komplett überzeugt, dass wir eben off-grid, aber auch on-grid hier unterwegs sind. Und natürlich haben wir hier für diese Anlage auch nochmal einen super Preis. Wie schon am Anfang erwähnt, gibt es wie gesagt die zwei Varianten. Entweder grob gesagt mobil, dann mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen, die ZX 3633 und die 569 oder eben für den privaten Bereich oder natürlich auch angrenzenden Objekten mit der Bestellnummer der MW 1433 und der 569 zu bestellen. Und dann haben Sie hier wirklich das Beste vom Besten. Also ich finde das einfach nur toll und kommt auch noch versandkostenfrei zu Ihnen. Besser geht's ja gar nicht. Ja, versandkostenfrei und sofort lieferbar, ja, inklusive dieser Speicherlösung. Und wie das genau funktioniert mit dem Stromausfall und andere Fragen, die uns gestellt werden, werde ich gleich beantworten. Hier sehen Sie jetzt noch eingeblendet unsere kleine Anlage, bestehend aus zwei Solarpanelen und dem Speicher. Und gleich haben wir das nochmal eine Nummer größer. Ja, gleich präsentieren wir Ihnen auch nochmal genau diese Anlage mit vier Solarpanelen. Und ich kann Ihnen wirklich nur raten, wenn Sie den Platz haben, nutzen Sie den unbedingt aus, denn Sie können damit so viel Geld sparen und sind eben auch dann stromunabhängig. Bei einem gegebenen Fall Stromausfall können Sie sich dann selber helfen. Und das ist natürlich auch nochmal eine Riesensache. Also unbedingt hier zugreifen. Also jetzt haben wir die gleichen Möglichkeiten wie gerade eben schon mal. Off-Grid-Anlage, aber mit vier Solarpanelen. Maximale Leistungsaufnahme 860 Watt. Maximale Einspeisung in Ihren Stromkreislauf 800 Watt. Und das entspricht den neuesten Vorgaben im vereinfachten Verfahren, und es ist auch nicht mehr genehmigungspflichtig. Das ist auch was Wichtiges. Man muss diese Balkonsolaranlagen nicht mehr genehmigen lassen. Weder von irgendwelchen öffentlichen Stellen noch muss man es vom Vermieter, das ist vielleicht für Mieter ganz interessant, muss man es genehmigen lassen. Wenn man sie vielleicht in Kenntnis setzt oder mit einer rhetorischen Frage wenigstens den Eindruck erweckt, man würde sie fragen, so nach dem Motto, Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich bin mir sicher, das werden die Vermieter schlucken. Und dann haben Sie auch als Mieter hier Ihre Geldsparmaschine. Jetzt haben wir verschiedene Fragen und die möchte ich hier an dieser Stelle nochmal beantworten. Eine Frage wird immer wieder gestellt, muss ich WLAN, also brauche ich Internet, um diese Anlage zu betreiben? Und da kommt ein ganz klares Nein. Die funktioniert von ganz alleine. Da brauchen Sie kein WLAN. Sie müssen die Solarpanel anbringen, zusammenstecken, hier einstecken, Stecker rein, dann ist sie fertig und funktioniert. Wenn Sie aber interessiert sind und WLAN haben, dann würde ich Ihnen dazu raten, die kostenlose App auf Ihr Handy zu laden und das Ganze mit diesem Inverter oder mit diesem Stromspeicher zu verbinden. Und dann können Sie auch wirklich sehen, was passiert. Wie
wie viel Strom fließt gerade, wie viel Strom ist noch im Speicher, was habe ich in dieser Woche, in diesem Monat Strom selbst erzeugt und dann eben entsprechend nicht bezahlen müssen. Und da sieht man gleich mal, ja, ich sage mal, nicht, also nicht am ersten Tag schauen, oh, heute ist wenig, die Summe kommt im Wochenrückblick, im Monatsrückblick. Und dann sieht man wieder das, Kleinvieh macht auch Mist, wobei wir bei 800 Watt überhaupt nicht von Kleinvieh sprechen wollen. Ganz besonders toll fand ich, dass Monika mir heute was erzählt hat. Du hast bei deinen Nachbarn erst vor kurzem eine Neuerung entdeckt. Ja, richtig. Die sind nämlich auch clever und haben jetzt auch eine Balkonsolaranlage angebracht. Ja, über 500.000 Balkonsolaranlagen sind mittlerweile in Deutschland gemeldet. Wahrscheinlich sind es noch wesentlich mehr Leute, die die Meldung verschlafen haben oder keine Fördergelder beantragt haben. Aber das ist natürlich eine Zahl, die beeindruckend ist, wie ich finde. Und wenn Sie sich mal umschauen, ich bin mir ganz sicher, in Ihrer Nachbarschaft wird sich das auch vervielfacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Und da möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, auf die Förderungswürdigkeit von Balkonsolaranlagen. Die werden ganz, ganz aktiv gefördert. Da müssen Sie nur auch ein klein wenig aktiv werden, nämlich mal fragen, auf dem Rathaus oder im Internet mal recherchieren, wie es in Ihrem Landkreis aussieht. Ja. Und ich weiß, dass in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da ist es landesweit so, 500 Euro bezahlt werden, bis zu 500 Euro. Und andere Landkreise haben 200, 300 Euro. Fragen Sie einfach mal nach. Das ist Geld, was Ihnen zusteht. Ja, da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Und wenn man da noch Fördergelder bekommt, dann braucht man über die Rentabilität überhaupt nicht mehr zu sprechen. Und hier sind wir eben beim Maximum, was erlaubt ist an Balkonsolaranlagen im vereinfachten Verfahren. Das heißt auch mit diesem Schuko-Stecker, ohne Elektriker, den man dazu holen muss, ohne fremde Hilfe. Und so, dass man es wirklich jeder, selbst als Laie, zusammenbauen kann. Ich hätte mir das früher auch nie vorstellen können. Und Monika, wenn ich dich vor 2 Jahren gefragt hätte, könntest du mir bitte eine Balkonsolaranlage installieren? Was hättest du gesagt? Du hättest mir einen Vogel gezeigt, ja, oder? Ja, hätte ich gesagt, bist du wahnsinnig? Und wenn ich jetzt dir sagt, könntest du mir bitte eine Balkonsolaranlage installieren? Ja, jetzt könnte ich es auf jeden Fall. Ja, locker, weil es gibt keine Hindernisse. Und jetzt wollte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, Stromausfall. Also eine normale Balkonsolaranlage, ob mit oder ohne Speicher, die funktioniert wunderbar. Und jeder, der eine installiert hat, zeigt, dass er clever ist und wird auch bald das am Geldbeutel merken, weil er effektiv jeden Tag Geld spart. Aber diese Anlagen funktionieren nicht so gut, wie sie sind, wenn Stromausfall wäre. Nochmal, weil der Netzstrom gebraucht wird, damit der Inverter funktioniert und damit der Netzstrom reinfließt. Das funktioniert einfach nicht. Diese Anlage gibt auch keinen Strom mehr ins Netz ab, das müssen wir auch noch mal sagen, aber Sie haben sofort den Strom hier zur Verfügung. Und zwar über die Steckdosen, über die 12 Volt, über USB. Wenn es ganz dunkel ist und Stromausfall, haben Sie hier auch noch einen richtigen Scheinwerfer in verschiedenen Beleuchtungsstufen. Da sehen Sie, das ist ein richtig heller Scheinwerfer. Ja, auch das ist schon, auch an das wurde schon gedacht. Aber hier steckt dann das Geheimnis, und zwar, wenn es sein muss, über Stunden, Tage, wenn es sein muss, sogar über eine Woche, weil ja jeden Morgen, und da lege ich mich wirklich fest, jeden Morgen die Sonne aufgeht. Das heißt, den Strom, den ich hier entnommen habe, da sehen wir übrigens immer den Füllstand, wieder nachfüllt, steht er mir jeden Tag wieder aufs Neue zur Verfügung. Dieses System, jetzt als autarkes System wieder, würde auf der ganzen Welt immer funktionieren. Und dementsprechend ist es eigentlich auch die perfekte Lösung für den Balkon oder für Ihr Zuhause, weil es jetzt nicht nur die Geldsparmaschine ist, eine Balkonsolaranlage, sondern gleichzeitig auch die Stromversicherung für Sie und Ihre Familie. Jetzt hatten wir es vorhin von der Feuerzeugromantik, von der Kerzenromantik bei Stromausfall. Ich glaube, ein Punkt, da würde bei dir sofort die Romantik aufhören. Bei meinem Handy. Ja, wenn das Handy leer wäre. Aber jetzt weiß ich, dass ihr etwas jüngeren Leute ein ganz anderes Verhältnis zum Handy habt. Aber auch für mich ist ein Handy eine Informationsquelle. Und wenn da dann mal der Akku leer ist, dann sagen Sie vielleicht, ja, so ein Handy braucht doch nicht viel Strom. Da haben Sie recht, absolut. Aber wenn kein Strom da ist, ist ein bisschen Strom schon ganz viel Strom. Und deshalb ist es schön, dass ich hier eben auch die Gewissheit habe, ohne eine Steckdose zu benutzen, über die USB-Steckplätze auch Handys oder andere USB-Geräte zu laden oder zu betreiben. Genauso mit 12 Volt, aber wichtig natürlich die 3 Steckdosen dann. Und wenn dann der Netzstrom wieder da ist, dann geht das wieder von vorne los. Dann wird hier der Speicher gefüllt, der überschüssige Strom wird permanent
solange er da ist, in Ihren Haushalt reingepumpt. Ich sage jetzt extra mal pumpen. Natürlich, wenn jetzt irgendjemand zuschaut und sagt, da wird nichts gepumpt, der hat recht. Ich möchte das nur sinnbildlich so ausdrücken. Und das ist schön. Und wenn die Sonne untergegangen ist, das muss man auch immer sagen, weil da brauchen wir ja eigentlich den meisten Strom, wenn es dunkel ist, arbeitet das Balkon, die Balkonsolaranlage immer noch für Sie. Und das ist das Geniale. Stromsicherheit, Geldsparmaschine und sogar nach Sonnenuntergang noch Sonnenstrom nutzen. Besser geht's eigentlich nicht. Und auch diese Anlage ist sofort lieferbar, ist Porto- und Versandkostenfrei und Sie bekommen den fantastischen TV-Sonderpreis. Ja, und ich nenne jetzt auch direkt die Bestellnummer in der 0% Mehrwertsteuervariante, dass Sie jetzt direkt auch bestellen können. Denn diese Anlage ist auch lieferbar und kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Die Bestellnummer, die MW1436 und die 569. Und wenn Sie den Platz haben, eben hier für diese Anlage mit den 4 Solarpaneelen, dann seien Sie so clever und nutzen auch diesen kompletten Platz aus, weil das ist ja am Ende auch das Geld, was dann bei Ihnen im Portemonnaie drin bleibt und Sie eben nicht Ihrem Stromanbieter bezahlen müssen. Also es ist einfach rundherum eine richtig clevere Sache und wir haben eben hier auch die beste Technologie, die es aktuell auf dem Markt gibt. Aber vielleicht haben Sie auch schon eine Balkonsolaranlage oder eine Solaranlage an sich und denken sich jetzt, ach Mist, ich hätte auch gerne diesen Stromspeicher, den haben wir jetzt auch noch einzeln. Also erstmal ein Kompliment, wenn Sie schon eine Balkonsolaranlage haben, egal in welcher Größe, ich sage, der Platz bestimmt die Größe, ob das mit einem Solarpanel, mit zwei oder mit vier Solarpanelen, 300, 400, 600 oder 800 Watt sind. Sie haben gezeigt, dass Sie clever sind. Aber Sie haben vielleicht auch bemerkt, erstens mal, dass es funktioniert, dass man tagtäglich Strom einspeist, die man nicht bezahlen muss. Und das Nächste, was man dann merkt, dass man eigentlich viel mehr Strom erzeugt, als man einspeisen kann, beziehungsweise als verbraucht wird. Das heißt, man verschenkt eigentlich noch jeden Tag, jede Stunde bares Geld. Das Potenzial Ihrer Anlage ist viel größer. Dieses Potenzial können Sie mit einem solchen Speicher ausschöpfen. Und da ist es jetzt auch egal, ob Sie 1, 2 oder 4 Solarpanel haben, weil dieser hat eine Leistungsaufnahme über Solar bis zu 1200 Watt sogar. Also da spielt es keine Rolle, was Sie bisher für Solarpanel haben. Was müssen Sie tun, um das nachzurüsten? Im Moment sieht es so aus, dass Ihre Solarpanel mit einem MC4-Stecker mit einem Inverter verbunden sind. Der ist meistens extern und das sind ja nur diese Steckverbindungen. 1, 2, 3, 4 Solarpanel dran. Diese Stecker ziehen Sie ab und stecken Sie hier in dieses Gerät und dann geht hier vom Gerät, so wie Sie es gewohnt sind, eigentlich nur noch der Schuko-Stecker in die Steckdose. Ihr Inverter, den Sie jetzt in Betrieb haben, der bleibt dann außen vor. Den brauchen Sie erstmal nicht mehr, solange Sie diese Anlage installiert haben. Aber dann haben Sie eben den Speicher. Und jetzt mit dem Vorteil, über 2 Kilowattstunden zu speichern, die zeitversetzt zu verbrauchen und eben auch in den Abendstunden, wenn die Sonne längst schon untergegangen ist, immer noch Sonnenstrom zu nutzen. Und Sie haben zusätzlich die Stromsicherheit für sich und Ihre Familie, weil auch dann haben Sie ja diese Flexibilität, die man übrigens auch außerhalb vom Stromausfall jederzeit nutzen kann. Weil das ist ja alles nur gesteckt hier. Man kann den Stecker rausziehen, die Solarpanel, man kann natürlich auch das Netzkabel rausstecken und dann hat man einen flexiblen Speicher und den kann ich jetzt mitnehmen in den Garten, in die Grillparty im Garten, um dort Strom zu haben für Geräte bis zu 2200 Watt. Und wenn der Speicher mal leer ist oder der Abend zu Ende ist, dann stecke ich den Speicher einfach wieder an die Solarpanel in den Stromkreislauf und mit dem neuen Sonnenaufgang beginnt es wieder von vorne. Also einen Speicher nachzurüsten ist eigentlich eine Effektivitätserhöhung. Also wer bis jetzt schon zufrieden war mit seiner Balkonsolaranlage, wird dann richtig glücklich sein, weil man dann das Bewusstsein hat, dass man 100% des erzeugten Stroms auch wirklich selber nutzt und damit die optimale Ausbeute hat. Ja, also zum Nachrüsten super clever und super einfach, deshalb hier dann auch direkt bestellen. Auch hier wieder zum TV-Sonderpreis, kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Und die Bestellnummer in der 0% Mehrwertsteuervariante ist die MW1242. Und die 569, also es ist auch eine super Sache, um Ihre Solaranlage nachzurüsten oder eher gesagt aufzurüsten, weil Sie dann hier wirklich 100% dieser Solaranlage nutzen. Aber natürlich alle Komplettsets, die wir Ihnen auch gezeigt haben, sind einfach nur richtig clever. Deshalb werden Sie jetzt aktiv und bestellen jetzt direkt und dann ganz viel Spaß beim Sparen.